Hello Friends, herzlich willkommen zum letzten Part, glaube ich, von Assassin's Creed Mirage. Mal gucken. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir Alamut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Okay. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ist es, wir gehen. Was? Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Sehr Problem, Alter. Also gut, die Schlange, ne? So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut. Die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Töte Kabiha. Also, was machen wir? Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Du, Verborgener! Kannst du uns durch diese Tore helfen? Die sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Okay, das ist aber hinten, haben wir auch noch was? Das wirkt nach so einem versteckten Bereich, Alter. Ah, da guckst du. Boah, knappe Sache, Mann. Knappe Sache. Ich glaube, wenn ich nämlich hier verkacke, dann habe ich die ganze Basis auf dem Hals. Wir machen mal das Tor dann auf. Haben wir hier immer noch einen Soldaten, den können wir, glaube ich, Excommunicado. Und tschüss. Oh Mist. Oh lol. Hoppala. Ich.
sei mein Verbündeter. Maskiere meine Schritte. Okay. Da hinten ist auch ein Fragezeichen. Ah, eine Lupe. Fragezeichen. Vollidiot. Okay, gehen wir nach vorne. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Dies sind und höchst. So ist es. Das sehe ich. Wäre dies für wahr? Wirklich Mangel. Bedienstete kommen überall hin. Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Ich glaube, dass ich nichts mehr stehlen kann, Alter. Jetzt fehlen mir natürlich solche scheiß Münzen, Alter. Ich komme ja da mal aufs Dach rauf. Die haben die Leute schon ausgehalten. Oder auch nicht. Ist da irgendwas? Komm mal näher, dann zeige ich's dir. Warte! Und rein mit dir. Hoch? Ja, doch. Nichts zum Einbrechen. Ja, da haben wir zwei. Ich hoffe, das ist kein Schatz. Dann löst sie komplett auf. Okay. Alis Leute sind am Tor. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Kann ich da? Mist. Der geht aber weg. Immer wurscht. Ich wäre in Stimme, etwas Blut zu vergießen. So viel zum Versteck bleiben. Kennt ihr Ibn Dahuts Eröffnung? Verstanden!
Also ihr kämpft und ich verstecke mich mal. Währenddessen. What the fuck, Alter? Okay, Steuerung kurz. Komplett weg. Also ich habe 2 Sterne und irgendwie verstehe ich nicht warum, weil ich war eigentlich ganz versteckt. Okay, das heißt, ich habe den erwischt, der was eigentlich böse ist. Also der, was den Schlüssel hat. Lol. Okay. Und alle sind also in der Wale gestorben. Die waren echt für den Arsch. Hey. Ne? Blutest du? Oh lol. Der läuft aber auch brutal schnell. Du kommst mit. Verlass dich auf mich. Oh no, Alter, das sind 2. Hast du das nicht mitbekommen? Wer sind das? Das heißt, der ist noch da. Ich helfe dir mal kurz. Kein Problem. Und da war aber irgend... Da war die Tür, glaube ich. Aber sie versteckt sich hier, oder? Ist auch keiner, Mann. Oder badet sie? Das ist aber nicht der. Wo ist deine Mutter? Hast du irgendeine Ahnung, wer ich bin? Wo ist Kabiha? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gesehen, seit ich für sie auf mein Geburtsrecht verzichtet habe. Wo könnte sie sein? Denk nach! Es gibt einen Gang in der Bibliothek. Ich bin ihr einmal gefolgt. Sie hat eines der Bücher benutzt. Hat sie sich dorthin zurückgezogen, während ich Gefangenschaft und Erniedrigung ertrug? Möglicherweise. Morddrohungen und... Ich kenne dich. Du warst dort in jener Nacht mit diesem Gegenstand in der Hand. Und mein Vater, tot zu deinen Füßen. Dieses Licht, diese Stimmen. Ich dachte, ich wäre wahnsinnig geworden. Das dachten alle. Außer Mutter. Sie... Sie ist auch verrückt. Wirst du sie auch töten? Wirst du nicht aufhören, ehe alle von uns tot sind? Naja, die Templer müssen... Der Gelehrte jetzt Kabiha. Die Mitglieder des Ordens verstecken sich gern zwischen Büchern. Okay. Oh ne, das ist das Falsche. Okay. Ich habe aber leider keinen. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Wir haben ein Geschenk für dich, Feigling. Oben? أعتقد
Bin er entdeckt. Und dabei lief alles so gut. Sieht aus, als bräuchte ich einen Schlüssel. Ich glaube, das ist ja eine alte Tat. Also sieh, was da hinten ist, gerade was. Aber da steht, ich muss unentdeckt sein. Sie, unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Ja. Sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Stell dich nicht dumm, Akira. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist? Was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Akira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Kommt sie hier hin? Seh dich. Also verkack jetzt nicht mal. Bleib einfach. Sie schaut eh mal in Richtung, Alter. Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Komm in mein Nest. Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube. Habe ich hier irgendwas übersehen? Oh, kurz. Ich habe das Proof an den Mast, bla bla. Ah ja. Gibt's keine Hinweise, Alter, wie das funktioniert? Oh. Da ist der Hinweis. Kobra? Ah, Kobra dürfte schwarz sein, oder? Wie
ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Blaues Buch. Renne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Rotes Buch. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Das blaue Buch ist das Wasser. Das weiße Buch ist die Taube. Das gelbe Buch ist es mit der Glut. Also da kommt dann das weiße Buch hin. Weil Taube weiß. Doch mein Herz fest. Nee, das passt dem an, Alter. Ich wollte das weiße Buch dahin platzieren. Das ist Wasser. Ja, dann bleibt die Nummer 1 noch übrig. Da kommt das Rote hin. Die Glut. Und da will ich dann das Wasser hin tun. Genius. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Und rein da. Verborgener. Bleib doch stehen. Wie schnell bist du, Alter? Okay, war direkt so hinter ihr. Viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Dabei hätte ich nur warten müssen. Sie ist die sie ist die Schlange, Alter. Darauf, dass du zu mir kommst. Oh, okay. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rätsel. Sag es klar. Warum aussprechen, was man zeigen kann? Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Okay. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben. Als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Templer, Alter. Und dich befreien. Nein! Rohat. Welches Gift hast du Roshan. Von den Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen. Dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließt mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder.
Oder würde dir das nicht reichen? Und wenn es so wäre? Dann ist der Kassassine mehr. Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Ha. Er wird's trotzdem machen, oder? Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Komme ich hier irgendwo schnell raus? Wachen! Wachen! Zu mir! Hey, was wirst du uns nicht entkommen? Hoppala! Tschüss, Leute. Oha. Und ein paar mehr. Muss ich direkt an den Haupteingang raus? Tatsächlich, ich glaube, ich muss wirklich an den Haupteingang raus. Classic. Da bist du ja. Triff dich mit Nihal im Versteck, Alter. Tschüss, Sikorsky. Nee. Alles klar, wird glaube ich jetzt nicht mehr gesucht, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal.